Kapitel 21, Vers 3, und spricht zum Wald im Südland, höre des Herrn Wort, so spricht Gott der Herr, Gott ist Jesus, sagt man, ja, siehe, ich will dir in dir ein Feuer anzünden, das soll grün und dürre Bäume verzehren, dass man seine Flamme nicht wird erlöschen können, so soll durch sie jedes Angesicht versenkt werden, vom Lündland bis, vom Südland bis zum Norden hin. Jeremia 51, 20 bis 26. Durch dich habe ich Männer und Frauen zerschmettert, Alte und Junge, Jünglinge und Jungfrauen. Das ist 51, Vers 22. Ich mache jetzt schnell. Jesaja 13, 15 bis 18. Wer da gefunden wird, wird erstochen. Und wenn man aufgreift, wird das Schwert fallen. Es sollen auch ihre Kinder vor ihren Augen zerschmettert, ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändet werden. Denn siehe, ich will die Meder gegen sie erwecken, die nicht Silber suchen, noch Gold und so weiter. So, dann Hosea, Kapitel 14. Bekehre dich, Israel, zu dem Herrn, deinem Gott, denn du bist gefallen um deiner Schuld willen. Samaria wird wüst, wenn es ist seinem Gott ungehorsam. Sie sollen durchs Schwert fallen, ihre Kinder, ihre kleinen Kinder zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden. Das ist Hosea 40, Kapitel 14. Samaria wird wüst, Vers 1. Samaria wird wüst werden, denn es ist seinem Gott ungehorsam. Sie sollen durchs Schwert fallen und ihre kleinen Kinder zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden. Dann Offenbarung 2, 22 bis 23. Dort steht, siehe, ich werfe sie aufs Bett und die mit ihrer Ehe gebrochen haben ins große Trübsal, wenn sie nicht bekehren von ihren Werken. Und ihre Kinder... Sag mal, der hat eine Frage. Kann ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Ich meine, du sagst ja, ja, Jesus ist Gott oder Gott ist Jesus und das hat er doch dann auch gesagt, aber Mohammed ist doch auch der Prophet Gottes. Also hat er plötzlich seine Meinung geändert und gesagt, naja, dir sage ich jetzt, Frauen und Kinder sollst du nicht töten, so er das vorher alles gewollt hat? Nein, als allererstes sagen wir ganz deutlich, dass der Islam immer mit der einen Botschaft kam. Diene Gott alleine und vermeide das andere. Der Kern der Botschaft ist immer gleich. So, dann gibt es bestimmt, dann sagen wir, dass die Bibel geändert worden ist. Deswegen habe ich schon gesagt, das sagt doch die Bibel selber, Jeremia 8, Vers 8. Die Bibel bringt das Gesetz Gottes, oder? Das Gesetz Gottes, durch wen wird das gebracht? Also Paulus sagt, dass das Alte Testament das Gesetz gebracht hat. Okay, die kommen mit heiligen Büchern. Jeremia 8, Vers 8 steht, ihr denkt, ihr seid weise und das Gesetz Gottes ist bei euch. Ja, aber der Lügengriffel, der Schreiber, hat es zur Lüge gemacht. Das steht in Jeremia 8, Vers 8. Dann sagen wir ganz deutlich, dass bestimmte Gesetze verändert werden können. Zu der Scharia von Mohammed war es nicht erlaubt, Frauen und Kinder zu töten. Und wenn ein Christ das sagt, dann muss ich ihm sagen, bei ihm ist die ganze Heilsgeschichte umgeändert worden. Inshallah, kommen wir gleich dazu. Ich mache nur noch kurz zu Ende. Offenbarung 2, 22 bis 23. Siehe, ich werfe sie aufs Bett mit ihrer Ehe oder der Trübsal und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht und ich werde geben an jedem von euch nach euren Werken. So, jetzt Frage. Ich habe schon vorbereitet, ich wusste schon, dass das kommt hier. Guck, okay, jetzt sagt jemand, das ist das Alte Testament, aber Jesus hat das nicht gesagt. Ich habe schon hier stehen, weil ich wusste schon, dass es kommt. Jetzt sagt jemand, okay, das steht im Alten Testament, Jesus hat das nicht gesagt. Dann sage ich, war Jesus, dass Gott, am Anfang war das Gott und war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, beziehungsweise das Wort war ein Gott, 1. Johannes, ja. So, dann sagen wir ja, Jesus war ja schon immer Gott, oder? Der allmächtige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Schwierige theologische Frage, ich weiß. Das weiß ich. Schwierige theologische Frage. Deswegen, ganz klar, wenn man sagt, wenn jemand kommt und sagt, okay, wir sagen, wir kritisieren Islam wegen dem Krieg, der vorgefallen ist, und wir kritisieren uns selber nicht und sagen, Jesus hat ja keinen Krieg geführt, das ist alles ungültig. Weil, wenn wir sagen, Jesus ist Gott, dann hat er dies auch befohlen und dann ist Jesus im Neuen Testament und hat nie das kritisiert, was vorher gewesen ist. Jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Allah sagt im Koran über die Botschaft vom Propheten Mohammed, sagt er, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wir haben dich nur gesandt als Barmherzigkeit für die Welten. Was sagt Jesus, warum er gesandt worden ist, laut Bibel? Von der Wahrheit zu zeugen. Von der Wahrheit zu zeugen. Wo steht das? Johannes
Ich weiß nur Matthäus. Okay, ich weiß nur, dass in Matthäus 10, Vers 34 steht, denk nur nicht, ich bin gekommen, um Frieden zu bringen, denn ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und können wir noch weiterlesen, damit wir den ganzen Vers haben, ich habe das jetzt nur im Kopf, aber das, ich habe natürlich nicht alles im Kopf, ne? Ja, 10, Vers 34. Familie, ja. Ne? Denn ich bin gekommen, um zu entzweien einen Menschen mit seinem Vater und seiner Tochter, ihrer Mutter, junge Ehefrau mit ihrer Schwiegermutter und so weiter. Also, dass die alle entzweit werden. Ja? So. Dann sehen wir zum Beispiel, Jesus hat laut Neuem Testament nie das kritisiert, was passiert ist. In einer Stelle im Johannesevangelium, glaube ich, sagt er, dass sie das Schwert greifen sollen. An anderer Stelle sagt er, wer mit dem Schwert. Also, der kommt durch das Schwert um. Wer das Schwert ergreift, kommt durch das Schwert um. Dann haben wir in Lukas, Evangelium, haben wir beispielsweise den Vers. Das ist in Lukas 14, Vers 26. Die wörtliche Übersetzung: Wenn jemand zu mir kommt, wir sagen sowieso, laut Bibel, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist in Lukas 14, Vers 26. Dann haben wir in einem anderen Vers, haben wir im Lukas-Evangelium, dass Jesus gesagt haben soll, ich bin gekommen, um ein Feuer auf die Erde zu werfen. Das steht da. Wenn jetzt jemand sagt, ja okay, Jesus hat keine Kriege geführt, dann sagen wir, wie lange war die Botschaft von Jesus? Wie lange war der unter den Menschen gewesen? Zu diesem Zeitpunkt ungefähr, wie er mit der Botschaft kam. Man sagt ungefähr 3 Jahre, sagt man. Okay, der Prophet Mohammed hat auch so viele Jahre gelebt, ohne Krieg zu führen. Wann hat er Krieg geführt? Die Menschen, die ihn angegriffen haben. Er hat Krieg geführt. Ja, kein Problem. Er hat Krieg geführt, als er angegriffen worden ist. Er hat Krieg geführt, als er... Er hat Krieg geführt mit dem Befehl von Gott, dass er sagt, Katiluhum, yu'adhibuhumullahu bi'aidikum. Bekämpft sie, Allah wird sie durch eure Hand bestrafen. Natürlich kann heute keiner von sich in Anspruch nehmen, mit der Erlaubnis von Gott jemanden zu bestrafen, weil der Prophet hatte die Wahi. Allah hat, wie schon auch im Alten Testament und im Koran, Völker zerstört durch Engel, Völker zerstört durch Erdbeben, als Strafe durch Sinnflut bei Noah. Und bei der Wumme von Mohammed in dieser Zeit, bei dem Propheten Mohammed, hat er den Propheten Mohammed befohlen, diese Menschen zu bestrafen. Alhamdulillah. Und die Fortsetzung kommt nach der Werbepause. Ich wiederhole es nochmal. Ja? Wir benutzen diese Sachen, diese Punkte erwähnen wir, wie gesagt, nur warum. Nicht um die Bibel zu kritisieren, sondern wir müssen unserer Dauer ein Ziel verfolgen. Wir müssen mit den Menschen über die Botschaft reden. Wie kommst du zu Gott? Du kommst zu Gott, indem du ihn alleine anbetest, indem du die Führung aller Propheten annimmst und indem du logischerweise den letzten Propheten auch annimmst. Wenn jemand mit einem neuen Gesetz kommt, zum Beispiel, das Straßenverkehrsgesetz in Deutschland ändert sich. Deine Straße wird zu einer 30-Zone umgebaut. Dann kannst du nicht mehr 50 daran fahren. Das heißt, du sagst nicht, ja, nee, früher durfte ich hier 50 fahren, ich fahre 50. Das heißt, du musst den letzten Propheten akzeptieren. Was hindert einen daran, den letzten Propheten zu akzeptieren? Ja, das ist unsere Botschaft. Dann reden wir mit ihnen über den Propheten Mohammed. Dann reden wir mit ihnen über die frohe Botschaft, dass du Allah alleine anbietest, dass dadurch Paradies und dass du dadurch der Hölle entkommst und ins Paradies kommst. Das ist die simple Botschaft. Aber unser Problem ist, dass wir durch solche Themen abgelenkt werden. Ja, im Islam kann nicht die richtige Religion sein. Weil die Frau muss Kopftuch tragen. 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 7. Eine Frau, die kein Kopftuch trägt, schändet ihr Haupt. Punkt. Dann hast du das Thema beseitigt. Islam kann nicht die richtige Religion sein, weil im Islam, im Koran steht etwas von Krieg. Schlagen wir die Bibel auf, haben wir eben gemacht. Subhanallah. An wie vielen Stellen? Und wesentlich für einen Menschen, der hier mit guten Zeiten, schlechten Zeiten aufgewachsen ist, wesentlich härtere Aussagen. Ja? Das heißt, und du musst dir jetzt eine Frage stellen, wie kann es sein, dass ein Missionar, der sagt, ich stehe für Christentum und kennt die Bibel, dass er damit anfängt, Islam zu kritisieren. Da siehst du, dass diese Menschen nicht ehrlich sind. So dass diese Menschen einfach versuchen, irgendwie die Muslime durcheinander zu bringen.
Das ist etwas, was du jetzt bildlich vor Augen siehst. Jetzt könnte jemand sagen, und das will ich noch kurz an den Punkt bringen, eine andere Schubha, eine andere zweifelhafte Sache, die reingeworfen wird, wird gesagt, Jesus hat die Gesetze ja abrogiert, zunichte gemacht. Laut Bibel, kein Jota angesetzt. Richtig, Matthäus 5, Vers 17. Du sagst es, aber Apostel Paulus sagt was anderes. Apostel Paulus sagt, dass Gott hat uns, Jesus hat uns von dem Fluch des Gesetzes befreit. Jesus hat. Das ist etwas anderes. Ja, okay. Der Fluch, er erklärt vorher den Fluch des Gesetzes. Ja. Okay, kein Problem. Du sagst jetzt, okay, gut, dass wir dahin gekommen sind. Du hast jetzt gesagt, Jesus sagt, kein Gesetz wird vergehen. Matthäus 5, Vers 17, ja? Dort sagt Jesus laut Bibel, denk nur, ich bin gekommen, das Gesetz zu abrogieren, sondern ich bin gekommen, um es zu verfüllen. Und kein einziges Gesetz der Propheten wird vergehen. Und wer nur ein einziges Gesetz ändert, wird im Himmelreich der Kleinste genannt werden. So, Jesus war beschnitten. Die Propheten vorher waren beschnitten. Seit Abraham-Zeit. Wer hat die Beschneidung ausgesetzt? Paulus. Jesus hat kein Schweinefleisch gegessen, weil im 1. Levitikus 11, Vers 7 steht, man darf kein Schweinefleisch essen. Wer hat gesagt, wer hat die Speisegesetze aufgelöst? Paulus. Jetzt kommt jemand, Alhamdulillah, jetzt sind wir an der Stelle, wo ich gerade sagen wollte, Matthäus 12 wird dann benutzt, dass die Jünger gegessen haben, ohne sich die Hände zu waschen. Jetzt kommt der Beweis, Jesus hätte das auch abrogiert, das Gesetz. Ja? Jesus, die Jünger von Jesus haben gegessen, ohne sich die Hände zu waschen. Und dann kommen die, und jetzt zeige ich euch, dass das der Beweis, den sie benutzen, um zu sagen, guck, die Gesetze sind doch von Jesus aufgelöst worden, ein Beweis gegen sie ist. Sowieso wäre es ja ein Widerspruch zu Matthäus 5, Vers 17, wo er sagt, kein Gesetz wird sich ändern, wenn er dann die Gesetze doch ändert, ja, wenn das von der Bibel ist. Aber hier werden sie kritisiert von den Pharisäern, weil sie ohne sich die Hände zu waschen gegessen haben. Dann siehst du, dass Jesus zu ihnen sagt, sinngemäß, das ist in 15, Entschuldigung, Matthäus 12, Vers 15, ja? Matthäus 15, Vers 2, zum Beispiel waschen sich die Hände nicht, bevor sie ein Mahl einnehmen. Aber jetzt sagt Jesus, als Antwort sagt er zu ihnen, wie kommt es, dass auch ihr das Gebot Gottes um eure Überlieferung willen übertretet. Jetzt kritisiert Jesus, dass die Pharisäer einige Gesetze aus dem Alten Testament übertreten. Jetzt geht's weiter. Zum Beispiel sprach Gott, gut aufgepasst, ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater oder Mutter beschimpft, soll im Tod enden. Andere Übersetzung soll getötet werden. Das haben wir eben im Alten Testament gehabt. Er kritisiert hier die Pharisäer, dass sie das nicht praktizieren, dieses Gesetz. Jetzt, was ist mit dem Händewaschen? Dieses Gesetz gibt es gar nicht im Alten Testament. Ich habe hier nachgeguckt die ganze Zeit hier, weil die stehen immer die Punkte. Frage von den Pharisäern, warum achtest du die Gesetze der Alten nicht? Das war also über eine Lieferung, so wie Hadith oder so. Ja, aber diese Sachen, warum Überlieferung von Männern früherer Zeiten? Ja klar, also das ist eine Überlieferung von Männern früherer Zeit. Das heißt, es bezieht sich nicht unbedingt auf das Gottesgesetz. Von daher ist es nicht das, was Jesus will. Das heißt aber, der Vers selber beweist nicht, weil die Leute, die sagen, guck mal, das beweist, dass man das ruhig machen kann. Und dann wird gesagt, Jesus hat gesagt, nicht das, was in den Mund reinkommt, macht den Menschen unrein, sondern was rauskommt. Aber das ist korrekt. Das ist korrekt, denn wir selber sagen, was in den Mund reinkommt, ist zum Beispiel etwas, was dich nicht unbedingt unrein macht. Aber was rauskommt, kann dich zum Unglauben bringen. Das ist ein Punkt, der absolut mit Islam übereinstimmt. Der Prophet sagt, jemand sagt ein Wort, dem er nichts beibemisst und stürzt damit Stufen ab in die Hölle. Er wird damit ungläubig und er sagt, der Gläubige wird niemals unrein. Aber wenn du ein Wort sagst, durch das du ungläubig wirst, dann bist du unrein. Im ideellen Sinne. Ja? Das sind die Punkte, die ich in diesem Zusammenhang erwähnen wollte. Wie gesagt, wenn jemand kommt und sagt, ja guck mal, die Gesetze sind abrogiert worden. Jetzt eine Frage sowieso, was für mich ein großes Problem darstellt bei der ganzen Theologie aus dem Neuen Testament,
ist ja vor allen Dingen die Deutung von Paulus von dem Neuen Testament. Ja? Und wenn wir jetzt sehen, dass Jesus sagt, derjenige, der auch nur ein einziges Gesetz ändert, der wird der Kleinste genannt werden. Und wir sehen ganz eindeutig, dass Paulus und dass Jesus laut Matthäus 15 sie sogar auffordert, die Pharisäer, warum oder scheltet tadelt, dass sie die alten Gesetze nicht anwenden. Dann fragt man sich natürlich, jetzt kommt noch ein anderer Schubhaar, Johannes 8. Johannes 8, eine Frau wird gebracht und sie soll gesteinigt werden, weil sie Ehebruch begangen hat. Und da sagt Jesus, der noch keine Sünde gemacht hat, soll den ersten Stein werfen, laut Bibel. Dieser Vers sagt er erstmal nicht, dass das Gesetz aufgehoben ist, sondern er sagt, wer keine Sünde gemacht hat, soll den ersten machen. Das ist erstmal Punkt 1. Punkt 2 ist, also man kann das auch so verstehen, wenn zum Beispiel Zeugen kommen im Islam, die keine guten Zeugen sind, die Sünder sind, dann wird das Zeugnis von denen nicht akzeptiert. Und Jesus hat gesagt, wenn sie dich nicht verurteilen, verurteile ich dich auch nicht. Und der Prophet Mohammed, als jemand zu ihm gekommen ist, und er hat gesagt, er hat Zina begangen, der Prophet hat sich von ihm abgewandt. Er wollte nicht. Er hat gesagt, du warst bestimmt nicht bei Sinnen. Und du hast bestimmt nur geküsst oder ja, so. Weil er wollte diese Sache, aber er hat gesagt, nein, nicht geküsst und ich war auch bei Sinn und dann hat er das durchgeführt. Das heißt, der Prophet Mohammed wollte der Sache auch umgehen. Jesus hat Ähnliches gemacht laut diesem Vers, wenn dieser Vers stimmt. Er hat gesagt, wer noch keine Sünde gemacht hat, seid ihr wahrhaftige Zeugen, soll den ersten Stein werfen, wenn sie euch nicht verurteilt haben. Er hat nicht gefragt, ja, hast du es gemacht? Und es hat sich erledigt. Aber Johannes 8 kommt in keinem der ältesten Manuskripte, 1 bis 11, kommt in keinem der ältesten Manuskripte der Bibel vor. Diese Verse kommen in keinem der ältesten Manuskripte, Codex Syriaticus oder wie der sich nennt, kommt in keinem der ältesten Manuskripte vor. Das habe ich auch hier noch stehen in der Bibel. Sie haben hier eine Fußnote dazu, dass dies in keinem der ältesten Manuskripte vorkommt. Das ist Johannes 8. Von daher muss man davon ausgehen, dass es nicht zu der wahren Bibel gehört. Deswegen kann keiner sagen, dass Jesus diese Gesetze abrogiert hat, laut Bibel. Und da muss man sagen, dass Paulus den Lehren Jesus widersprochen hat. Das sind ganz klare Punkte, die man in diesem Zusammenhang bringen kann. Ich habe es hier in den Handschriften des BSY, das heißt Codex Syriaticus oder so, sind diese Verse nicht vorhanden. Und das ist auch allgemein. Das ist dieser Vers, dass sie die Frau bringen, der noch keine Sünde gemacht hat, soll den ersten Stein werfen. Ja? Also dies kommt in keinem der ältesten Manuskripte vor. Dies ist erstmal das Thema gewesen. Ich hoffe, dass das einigen Leuten helfen wird, dass wir uns nicht immer auf Diskussionen um den heißen Brei einlassen, sondern dass wir über den Kern der Botschaft reden. Der Kern der Botschaft ist, diene Gott alleine. Und das ist der Weg ins Paradies. Und es ist so einfach. Wie ich eben schon gesagt habe, als der Prophet Sosem mit Mu'adh ibn Jabal, jeder, der die Botschaft will, was hindert dich daran, fünfmal am Tag zu beten, dieses um deine Seele zu reinigen? Fasten haben alle Propheten gemacht. Wie haben die Propheten gebetet? Jesus hat mit dem Gesicht auf den Boden gebetet. Abraham hat mit dem Gesicht auf den Boden gebetet. Laut Bibel, Josua hat mit dem Gesicht auf den Boden gebetet. Moses hat mit dem Gesicht auf den Boden gebetet. Aaron hat mit dem Gesicht auf den Boden gebetet. Alle Propheten. Wer folgt der Botschaft der Propheten, die der allmächtige Gott gesandt hat? Wer betet so? Wer fastet so? Wer dient dem allmächtigen Gott so? Alhamdulillah, die Leute, die sich Muslime nennen. Deswegen, Bruder, das sind einige Argumente, die ich nennen wollte. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.